Fertig gelangt. Und auf geht's. Los, Tempo. Gas jetzt. Los. Ja, ist eigentlich relativ ruhig, aber man muss die ganze Zeit wachsam sein. Adrenalinspiegel war wieder relativ hoch. Komm, dranbleiben hier, ich denke. Meine Handschuhe! Es war auf jeden Fall sehr viel Realität dabei. Man konnte sich nicht entspannen, man war die ganze Zeit halt auf Hochtouren. Ich bin total fertig. Also man will am liebsten nur noch einfach tot umfallen. Aber man kann es schaffen, wenn man möchte. 10 Minuten! Grundausbildung bei der Bundeswehr in einer Kaserne im brandenburgischen Belitz. Die jungen Rekruten haben bereits 2,5 Monate des harten Trainings hinter sich. Jetzt stehen 30 Stunden Gefechtsübung auf der Tagesordnung. Es ist gerade 3 Uhr am Morgen. 3, halb 4. Würde ich sagen, aber keine Ahnung. Los und durch jetzt! Attacke! In Windeseile die Sachen zusammengepackt. Dienstbesprechung mit Theorie und Schriftkram. In voller Montur geht's dann zum Bus. Die in Brandenburg stationierte Gruppe ist zwar noch nicht ganz wach, aber immerhin abfahrbereit. Ja, wir haben jetzt, wie gesagt, alarmiert, haben jetzt uns so weit gefechtsbereit gemacht, dass wir jetzt alles dabei haben. Wir werden jetzt auf dem Bus aufsitzen, ja, und dann in den Einsatzraum verlegen. Die werden an ihre körperlichen Grenzen auch geführt. Das ist ja auch gut so, dass jeder sich da mal selber ein bisschen erkennt und mal sieht, zu was er eigentlich fähig ist. Das wissen die meisten ja gar nicht. Das werden sie jetzt auch noch mal über 2 Tage so zu spüren bekommen, dass man nur das Beste von ihnen will. Konstantin Stienemeyer hat sich freiwillig zur Bundeswehr gemeldet. Er ist noch sichtlich mitgenommen und hat etwas Entscheidendes vergessen. Ich habe in dem Stress meinen Helm oben liegen lassen. Ja. Keine Zeit zum Nachdenken, die Fahrt stoppt abrupt, Feindbeschuss. Ein Kamerad hat ihm zum Glück seinen Helm mitgebracht. Sie werden von links beschossen, los, komm! Die 30-stündige Gefechtsübung auf dem Truppenübungsplatz in Lenin als Höhepunkt der Grundausbildung bei der Bundeswehr. Mit auch dabei die junge Brandenburgerin Christina Kobilasch. Auch für sie hieß es früh um 3 rein in den Tarnanzug, Gepäck im Rucksack verstauen und Zähne zusammenbeißen. Muss in Deckung gehen und Vorfeld sichern. An sich macht es immer Spaß. Es sind nur so Schmerzen, die noch mit verbunden sind. Und starke Belastungen auf den Körper natürlich. Da die Frau von Natur aus etwas zierlicher und nicht so stark gebaut ist, ist es auf jeden Fall schwerer. In der 3-monatigen Grundausbildung erlernen die jungen Rekruten alle Grundfertigkeiten des Soldatenhandwerks. Bei Temperaturen um den Gefrierpunkt geht es kilometerweit durch die Dunkelheit. Kurze Pause am Lagerfeuer und dann muss auch noch ein provisorisches Zeltlager aufgebaut werden. Dabei knüpft man 2 Zeltbahnen zusammen. Dadurch entstehen 2 Zeltbahnen, die aussehen wie ein Zelt. Das macht meine Kameradin gerade, sie knüpft die beiden Zelte zusammen. Dann bauen wir sie auf, graben ein Loch darunter raus, damit wir unsere Sachen reinpacken können und auch da drin liegen können. Plötzlich wieder Feindbeschuss. Die Soldaten schwärmen aus, ducken sich hinter Bäumen und verkriechen sich in Mulden. Schüsse peitschen durch die Nacht, Leuchtraketen erhellen das unwirkliche Szenario. Mitten im brandenburgischen Wald. Also es war Feind in Sicht und dann mussten wir zurückschießen und dann letztendlich ausweichen. Die Übung ist eine gute Vorbereitung auf das, was im weiteren Leben der Soldaten kommen kann. Bei der derzeitigen Sicherheitslage müssen die jungen Rekruten immer damit rechnen, selbst einmal in einem Auslandseinsatz in solche Situationen zu kommen. Wenn ich irgendwann zu diesem Zeitpunkt komme, dass ich da wirklich vorne an der Front eingesetzt werde, naja, der Gedanke ist an sich erschreckend, aber ich glaube, generell könnte ich mir das vorstellen, dass ich mich dann auch irgendwann mal da in den Stellungen hinlege und dann mit echter Munition schieße. Ihr Ausbilder, Oberleutnant Berko, ist mit der Brandenburger Gruppe zufrieden, sieht aber auch noch Verbesserungspotenzial bei den jungen Schützlingen. Ja, manchmal habe ich das Gefühl, das Schwierigste ist für die, einfach zuzuhören. Aber sie können ja eigentlich alle Sachen, wir haben ja denen alles beigebracht.
aber dann mangelt halt oder mangelt es an der Konzentration. Kein Wunder, denn die Truppe ist nun schon fast 1,5 Tage ununterbrochen auf den Beinen. Schlaf gab es kaum. Wir haben zumindest bisher alle durchgehalten. Wir haben jetzt sämtliche Punkte abgeprüft, ob es Alarmposten ist, ob es Feuerüberfall ist, ob es einfach mal generell Beschuss ist von der Seite, das Ausweichende nach hinten. Meine Gruppe hat sich ja, teilweise ganz gut geschlagen, teilweise ist es nur ausbaufähig, um es mal diplomatisch auszudrücken. Aber ansonsten, ja, im Großen und Ganzen kann man mit den Ergebnissen halbwegs zufrieden sein. Dürfen wir Sie anfassen? Jawohl. Starke Leistung, ich weiß, dass Sie dolle gekämpft haben. Dennoch reicht es für eine würdige Auszeichnung der erbrachten Leistung. Die Ausbilder verleihen allen Soldaten ihre blauen Lizen, die sie von nun an als Angehörige der Logistiktruppe kennzeichnen. Dogula, viel Erfolg. Ich fühle mich unbeschreiblich. Also ich habe auch Freudentränen. Ich kann es nicht beschreiben. Ist alles super. Mit dieser Abschlussprüfung ist auch jetzt die Grundausbildung zu Ende. War auf jeden Fall eine richtig, richtig tolle Zeit. Sehr viele Erinnerungen, sehr viel gelernt, sehr viele neue Leute kennengelernt. Ja, aber auf jeden Fall sehr froh. Und dann geht es den langen Weg wieder zurück zur Kaserne. Zu Fuß im Laufschritt durch die Nacht. Das in Belitz beheimatete Logistikbataillon ist seit 2003 dem Kommando der Bundeswehr in Erfurt unterstellt und stellt die Logistik sowie Transporte von Großgerät und Nachschubmaterial bei Einsätzen der Bundeswehr sicher. Und raus hier, los, Attacke! Los, Tempo, Gas, jetzt!